Willkommen zurück hier bei Minecraft Dungeons, Folge Nummer 69. Nice. Wir sind hier immer noch dabei, die Saisonmission zu machen, aber nicht heute. Wir haben uns entschieden, diese Mission nicht nochmal zu probieren. Die hat uns letztes Mal zu sehr getiltet und die bringt uns eigentlich effektiv nichts, weil wir haben den Bogen schon. Deswegen tauchen wir ab in den Ozean zum Korallenkamm, den wir ja auch noch auf dem Tisch liegen haben. So, jetzt haben wir die Wahl. Empfohlene Kraft 131 oder 136? Macht mal einen Spruch. Wie ist denn unsere Teamkraft? 135. Ach komm, lass 136 machen. Okay. Alles klar, diese Antwort wurde eingeloggt. Warum wird eigentlich immer das, was ich sage, gemacht? Ich verstehe. Weil du meistens der Erste bist, der was sagt und Benny einfach nur wartet, bis jemand was sagt und dann das Gleiche oder das Gegenteil sagt. Ich wollte eigentlich genau das. Naja, zwei Antwortmöglichkeiten gibt dann. Ja, ich weiß. Das nennt man rundum abgesichert sein. Ja, ja, weit unter den Wellen, dies, das, ab geht er. Haben wir schon gesehen, kennen wir schon. Hatten wir schon so eine Mission geschafft? Nee, ne? Nee, haben wir auch noch nicht. Beste Voraussetzung also. Können wir eigentlich mal wieder gut sein in dem Spiel? Ich hätte schon Bock drauf. Okay, ja, würde ich mich auch sehen, tatsächlich. Ich habe noch mein Artefakt von vorhin drin, wo ich dachte, das würde uns im Bossfight nützlich sein, war es dann aber gar nicht. Muss ich mal wieder austauschen bei Gelegenheit. Und kurz zur Erinnerung, nehmt euch in Acht vor den drei Zacken. Nehme mich vor allem in Acht. Hör doch mal auf, ich will ganz kurz nur mein Artefakt tauschen. Und zwar auf mein, hier, auf meine Umhängetasche. Ach, die kann ich gerade nicht, weil ich Abklingzeit habe. Oh Manu! Nicht darf ich! Und denk bitte nochmal dran, dass ihr hier unten Sauerstoff braucht, ne? Oh ja. Das wird uns aber früh genug auffallen, glaube ich. Ich wollte halt, dass es euch vorher auffällt. Ich würde nochmal dran erinnern. Nein, ich bin zu weit gerollt. Ja. Ich würde nochmal dran erinnern, dass wir vielleicht auch wieder anfangen sollten. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber dass wir so ein bisschen zusammenbleiben. Das ist wirklich nicht immer einfach. Weil wir neigen die letzten Folgen sowas von nicht zum Zusammenbleiben. Da liegt eine Trennung in der Luft. Da müssen wir gegen steuern. Wie gesagt, ich weiß, dass es schwer ist und es geht mir auch 10.000 Mal so, aber. Vielleicht wäre es halt wahrscheinlich gut, wenn man sich so ein bisschen abspricht, aber andererseits ist es halt auch Quatsch, wenn man permanent sagt, ja, ich gehe links, ich gehe links, ich gehe links. Oder wir müssten halt einen bestimmen, der halt so ein bisschen quasi die Führungsrolle übernimmt. Die beiden anderen richten sich einfach nach dem. Das ist wahrscheinlich einfacher, als permanent abzusprechen. Ausgehend davon, dass Matze sowieso eigentlich immer reinrennen muss, würde ich auch sagen, wir laufen Matze hinterher. Können wir so machen. Wir können auch gerne jede Folge die Führungsrolle ändern. Ich bin da offen für Führungswechsel. Na, er hat schon recht. Du musst halt aber einfach immer reinrennen, ne? Aufgrund deiner Klasse. Ja, das stimmt. Momentan ist es wirklich mein Way to go hier. Nein! Ach man, Blitzstab, greift doch jemand anders an. Greift den Verzauberten an. Ah, ich finde es allein schon Ich finde es allein schon jetzt gut, dass wir drei Teamleben haben, das wollte ich sagen. Du hast bloß gerade nicht geschafft, in den deutschen Satz zu bringen. So, wartet mal, ich würde mal noch ganz kurz hier um die Ecke gehen. Alter Schawutzki, was war das denn? Ich habe gedrückte Pfeiltranks, nichts passiert. Ich habe nicht geguckt, was der für eine Verzauberung hat, ehrlich gesagt. Hals über Kopf und in Brand. Brand ist natürlich fies, aber was Hals über Kopf ist, habe ich immer noch nicht rausgefunden. Habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht geguckt. Och Mann, das war wieder so unnötig. Ja, zwei haben wir noch, alles tutti frutti. Kein Grund hier zu verzagen. Nee, das nicht, aber... Ich hab... Ach Mensch, da gibt's einen Arm. Drück, okay, what? Okay. Was ist los? What? Das muss ich... Wartet mal kurz... Kommt mal kurz her. Das muss ich euch kurz erzählen. Wisst ihr, was ich jetzt eingesammelt habe? Einzigartige Seelenfäustlinge.
Was? Ich habe Seelenfäustlinge gefunden. Ich kann wirklich auch mir jetzt Fäustlinge machen. Das sind jetzt die Fighters Bindings mit Seelen? Damage? Ja. Okay, ja. Das ist irgendwie geil. Nice. Da machen wir jetzt einfach den Fistbump-Club auf und dann sehen die aber mal hier ganz, gut, ganz dass du mir wenigstens aus. Auch diesmal als Fistbump-Club bezeichnet hast. Ja, ja. Wenn man einen offiziellen Club gründen sollte, der auch jugendfrei sein, finde ich. Müsste ich mal ganz kurz die verzaubern. Ja, wir kümmern uns um die Gegner, das passt schon. Ja. Also, passt gerade wirklich. So, was habe ich denn? Eine Wachenrüstung, das ist Schnulli. Und ich habe Haufen Klebe. Ich habe übrigens in der letzten Folge eine einzigartige Toxinklebe gefunden. Das habe ich noch gar nicht appreciated. Aber ich finde die eigentlich auch gar nicht mehr so geil. Früher war ich ja übelst auf Klebe, ne? Da bin ich total drauf abgegangen, aber mittlerweile. Ich habe sogar einmal Strahlenkranz drauf. Das ist auch bei diesen Fäustlingen überlebenswichtig, Strahlenkranz, tatsächlich, finde ich. Also ohne Strahlenkranz sind die schwer zu verwenden. Ja, weil ich nehme die jetzt festgestellt mal. Haben, du musst dich ja echt. Du musst einfach in Fight gehen. Mal gucken. Einfach nur auch für die Lulz nehme ich die jetzt. Also die werden dir vermutlich auch. Also wenn du. Ich weiß nicht. Nee, du wirst vermutlich durchs Töten nur die Seelen bekommen. Ja, ja, ich bekomme nur durch Töten. Ja. So funktioniert Seelensammlung, Benny. Ja, nee, ganz ich war jetzt irgendwie bei Strahlenkranz gedanklich Business. Noch. Nice. Also ich finde ja diese Fäustlinge auch cool, ne? Also. Ich fand die früher mega scheiße, ne? Also ich hab mich quasi in dem Spiel komplett gewandelt. Ich fand früher die Fäustlinge mega scheiße und war übelst für die Glewe. Und mittlerweile genau andersrum, ne? Die Glewe so, ja, schön, nice to have. Behalten wir mal für den Pokédex, aber die Fäustlinge, die sind es einfach. Manches lernt man erst zu schätzen, wenn man es eine ganze Weile benutzt hat. Ich bräuchte mal ganz kurz ein bisschen Sauerstoff. Geht das nicht eher anders, der Spruch, mit dem zu schätzen wissen? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ist nicht eher, wenn man es nicht benutzt hat? Ja, in dem Spiel passt das wohl nicht so ganz mit dem, wenn man es nicht benutzt hat, also man muss quasi den Gegenstand erst kennenlernen. So, lass mal reingehen. Was kann schon schief gehen? Raubzug-Anführer der Plünderer. Alles klar. Warte mal kurz. Nee. Zu spät. Bin reingegangen. Das ist basically zu spät. Ich bin auch schon reingegangen. Na, nice. Wieso ist Benny jetzt gestorben? Ich brauche das Sauerstoff. Oh. Okay. Also, das war, zu kurz vorher. So, die große Preisfrage, kann auch der Gegner nachspawnen? Ich hoffe nicht. Haben wir hier gerade aus Versehen einen Raid Captain gemacht? Oder? Scheinbar. Also, Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich dachte, die Raid Captains wären so spezielle Missionen wie die im Nether, die man starten müsste. Aber es sieht gerade eher so aus, als wären die Raid Captains immer verfügbar. Ja, jetzt brauchte ich den Sauerstoff. Da ist übrigens noch ein Raid Captain. Ach so, interessant. Oh Mann. Was hat denn der eigentlich gebracht? Ich habe gar nicht hingeguckt. Was hat der uns denn gebracht? Nix. Geschwindigkeit der Kreaturen erhöht. Ach super. Fände ich es aber gut, wenn der nächste Raid-Captain uns einen Buff gibt. Töte das mal doch den einen, den wir noch haben. Wo ist denn noch einer? Ja, hinter mir. Ach, da seid ihr hin. Da muss ich erst wieder hinkommen. Nee, da bin ich gespawnt. Ich witzigerweise nicht. Ja, du bist nicht. Auch bei dem. Na doch, du bist doch bei mir gespawnt. Ach so, dann bin ich in die falsche Richtung. Von dem Raid-Captain weg. Ich dachte, der wäre in die andere Richtung gegangen. Sorry, also wirklich. Ja, nee, das ist kein Ding. Ja geil, Spielerschaden verringert um 40%. Gibt's überhaupt was Positives von den Raid Captains oder wird man da nur getrollt? Und die Gegenfrage ist, kann man die auch irgendwie deaktivieren, weil ich würde das Level gern erstmal generell schaffen, ohne dass wir den Raid Captain drin haben.
I don't think so. Jetzt macht man ja schon signifikant weniger Damage. Was bei den Fäustlingen halt schlicht und ergreifend heißt, ich brauche Sauerstoff. Schlicht und ergreifend heißt, dass man länger braucht. Komm hier nicht weg. Useless. Ja, ich brauche trotzdem Sauerstoff, sonst gehe ich hier gleich drauf. Same. Problem ist, bis du da drüben bist, da... Ich hab Benny wiederbelebt, aber jetzt bin ich halt am abnippeln. Mann! Dankeschön! Mann. Nur wenigstens ein Level-Up, da war's nicht komplett für die Katze hier. Jetzt wäre ich aber langsam sauer! Zitat Kevin, letzte Folge, ich werde hier nicht sauer. Ah ne, es war gar nicht in der Folge, das hast du davor gesagt, ne? Das wissen die Leute ja gar nicht, dass du gesagt hast, dass du im Spiel nicht sauer wirst. Das habe ich gespoilert. Es ist nie gut für die Gegner, wenn ich sauer werde. Ja. You don't want a raging Kevin. Trust me. So, nochmal Sauerstoff mitnehmen. Wie viel Teamleben haben wir eigentlich noch? Basically null. Also wenn wir jetzt nochmal drauf gehen, ist vorbei. Ach so. Okay. Nein, gehen wir nicht drauf. Das wäre die präferierte Methode, ja. Das machen wir einfach so. Wird denn wenigstens der Loot besser durch die Raid Captains, ist die Frage. Wäre ja zumindest fair. Ich hab keine Ahnung, also ich... Dass man es dann gab ja nicht mal durch die Raid Captains selber mal irgendwelchen Loot. Also ich habe eine einzigartige Schmetterlingsarmbrust gefunden. Okay. Ich hatte auch die letzten 10 oder 15 Folgen nichts Einzigartiges mehr, also. Wird mal wieder Zeit. Ach, ist da, ja okay. Da fällt mir by the way ein, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen. Ich habe gelesen, dass die Glück des Meeresverzauberung, die jetzt neu dazugekommen ist, mega overpowered ist und dass wir die wahrscheinlich uns zunutze machen sollten. Kevin. Weil ich befürchte, dass das gepatcht wird. Weil normalerweise besagt die Verzauberung ja, dass man mehr einzigartige Gegenstände findet. Allerdings funktioniert die Verzauberung auch bei den Händlern. Lol. Wovon nehme ich denn jetzt so viel Damage? Bin ich vergiftet? Vorsicht, hier ist wieder ein Raid Captain. Ich gehe mal zurück. Jetzt mal maximales Healing hier reinschmeißen. Ja, das heißt aber, wenn ihr was mit dem Ding jetzt ausgerüstet habt, dann erhöht sich drastisch die Chance, dass ihr was Vernünftiges beim Händler bekommt. Ich krieg heute keinen vernünftigen Satz zustande, während ich hier... Jetzt schieß doch mal auf den Fisch, Junge! Oh, du gehst mir auf den Sack. Immer nur am Vorbeiballern. So, mit dem Kollegen will ich jetzt aber einen Buff haben. Ist das immer zufällig, oder? Ich weiß es nicht. Es ist das erste Mal, dass ich mit Raid Captains spiele. Es hätte ja sein können, du hast es mal gelesen oder so. Nee. Also ich habe ein bisschen was dazu gelesen, aber nur halt das Offizielle. Und das war einigermaßen vage formuliert. Deswegen kann ich dir leider auch keine qualifizierte Auskunft drüber geben. Oh, ich brauche Sauerstoff. Lass mal den... Okay. Same. So. Ja, lass uns mal hier in die Richtung weitergehen. Oder lass uns erstmal den Raid Captain nehmen. Der scheint gerade ein bisschen einsam zu stehen. Das könnte ganz gut für uns sein. Jawollo! Nimm das! Stirb! Geschwindigkeiten von... Warte mal, was haben wir jetzt? Schaden von Kreaturen erhöht um 140%. Okay, Alter. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Honestly, ich brauche Sauerstoff hier. Also geben, also entweder wir haben gerade mega Pech oder die Red Captains haben wirklich nur negative Buffs. Nerfs sozusagen.
man so schön sagt. Negative Buffs, Nerfs. Finde ich jetzt ein bisschen, also wäre cool, wenn man irgendwie, ich muss da mal gucken, ob man das irgendwie ausstellen kann, weil ich finde, die Raid Captains, coole Idee und so weiter, alles tutti frutti, aber halt in der normalen Mission ist es teilweise echt ein bisschen blöd. Ja, aber nee, ich würde halt gerne erstmal das Level schaffen, bevor wir hier anfangen mit Raid Captains zu arbeiten. Da würde ich mich mega sehen. Alles klar. Hier. Ja. Also, ne, wir nehmen mehr Schaden, oder wir machen weniger Schaden und die machen mehr Schaden. Das ist ja Bullshit hoch 10. Ja, das brauchst du doch gar nicht machen. Also, die sind halt echt zu viel. Ich guck mal, ob man das irgendwie das deaktivieren kann, weil ich finde das echt gerade ein bisschen bullshitig, wenn du einfach nur das Level erstmal also spielen willst. Dann kommen halt plötzlich solche Kollegen mit rein. Lass mich mal kurz gucken. So, hier, dies, das, Korallenkamm. Handlung. Nee, Handlung interessiert mich nicht. Handlung ist mir ziemlich egal. Nee, kann ich nicht. Kann einer von euch die Mission mal starten? Welche? Die Korallenkamm-Mission? Stimmt, wenn ich sie finde. Hä? Also ich habe halt eine Vermutung, ne? Es könnte sein, weil ich habe das den Korallenkamm habe ich in meiner Xbox-Welt schon mal gespielt, weil meine Freundin halt unbedingt mal die Unterwasser-Level sehen wollte und ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich das Level schaffe, hab's dann aber geschafft. Das heißt, ich habe das effektiv schon mal gewonnen, aber halt offscreen, und da kann natürlich sein, wenn man es schon mal gespielt hat, dass dann die Raid Captains spawnen können. Das heißt, wenn einer von euch das startet, geht's vielleicht nicht. Ich kann nur in Inselrealms, in andere Dimensionen. Auf Inselrealms müsste der sein. Hä? Ach so. Hast du da auch schon? Naja, okay. Benny hat schon. Aber nichts, also selbst wenn es jetzt, wenn die Theorie korrekt ist, fände ich es trotzdem irgendwie cool, wenn man sagen könnte, man deaktiviert die Raid Captains. So, Vorsicht, gerade am Anfang lassen wir meistens immer ein Team leben. Ja, das stimmt. Weiß auch gar nicht wieso. Oder wir vermeiden halt diese Abzweigung momentan. Ich meine, das Bonuslevel haben wir ja schon freigeschaltet. Und es scheint ja so, dass diese Raid Captains sich in diesen extra Levels da verstecken. Ja, würde ich auch sagen. Es ist ja auch nicht einfach nur so ein Abzweig, das ist ja fast ein komplettes neues Level. Ist so. Also ich war voll des Lobes für die Idee der Entwickler, diese Raid Captains einzubauen, damit die Level dynamisch zu machen. Aber ich muss das Lob wieder ein Stück weit zurücknehmen, wenn nicht beeinflussbar ist, wann die erscheinen. Also außer dadurch, dass man halt das entweder das Level noch nicht geschafft hat oder dadurch, dass man solche Extra-Gebiete meidet, finde ich aber beides nicht so optimal. Wäre halt cool, wenn es irgendwie einfach einen Schalter gäbe am Anfang des Levels, wo man sagt, ja, ich möchte mit Raid Captains spielen oder nein, sehe ich mich gerade gar nicht so. Da muss man auch mal valide Kritik laut lassen. Das ist okay, denke ich. Daneben, du Loser. Darauf erstmal eine Nemo. Oh, lololol, kannst mich mal mit deinem lololol. Daneben, was kannst du eigentlich? Hübsch aussehen vielleicht. Ah, Kevin hat einen Dreizack eingesammelt. Cool. Der funktioniert übrigens, ich dachte ja, der Dreizack sei so eine Art Nahkampfwaffe, die man finden kann. Ist aber gar nicht so. Der Dreizack funktioniert quasi wie das TNT unter Wasser. Du sammelst den anstatt des Pfeil und Bogens ein.
jetzt höre doch mal auf. So ein Abschirmtotem hat niemand dabei, oder? Ich hab's dabei. Jo, ich kann jetzt ausrüsten. Ich glaube, das wäre hier in dem Level echt wichtig. Es sind so viele Bogenschützen. Ich hab's halt dabei, aber ich setze es immer dann ein, wenn ich es brauche, weil mein anderes Setup ist mir gerade zu relevant. So, ist das jetzt hier so ein Raid-Captain-Ding oder nicht? Egal, wir lassen es einfach. Ich will heute wegen, also nicht für die Zuschauer heute, aber für uns in der Aufnahmesession würde ich halt gerne mal irgendwie ein Level gewonnen. Ja, ich bin auch schwer dafür, dass wir noch einen positiven Moment heute erleben. Also ihr merkt schon, wir nagen an einer handfesten Minecraft-Depression. Oh, geht eigentlich bei mir? Nee, eine Depression ist es noch nicht, um Gottes Willen. Na, noch relativ entspannt. Aber ich muss sagen, es frustet zumindest ein bisschen, wenn man halt wie in der Donnerstagsfolge halt wirklich kurz vorm Ende des Levels ist und dann wegen so einem Schnulli dann versagt oder halt nicht gewinnt. Das ärgert schon ein bisschen. Jetzt schieb mich doch mal, Muschel. Ich mach's selber. Schieb den Wal. Ey. Was denn? Was bist denn du jetzt so? Das ist halt ein Lied, ne? Das sah schwer elegant aus, Benny. Also es wäre schon sinnvoll, wenn die Muscheln einfach von Anfang an weit genug werfen würden. Ich muss auf jeden Fall irgendwo hin, wo es ein bisschen Luft gibt, weil ich, Scheiße, wo gibt's denn mehr Luft? Hier, uiuiuiui, das war knapp. Jetzt haben wir fast die Luft ausgegangen. Oder sogar direkt meine Verzauberung getriggert hier, meine finales Brüllenverzauberung, weil ich so viel Leben verloren habe. Durch den Luftmangel. Aber ich finde, dadurch, dass die Pfeile hier unter Wasser so langsam fliegen, auch die von Gegnern, kann man den auch besser ausweichen. Wenn es jetzt nicht gerade 20 Gegner auf einem Haufen sind. Um mal die Positivity zurückzubringen hier. Wo ist denn hier? Hä? Finde die Totenköpfe. Ich komme mal wieder zu euch zurück. Ja, ich musste mir ganz schnell irgendwo Luft suchen. Sonst wäre es das mit mir gewesen. Das hatte ich vorhin auch. Ist doch hin und wieder ein Problem. Hätte ich gar nicht so gedacht. Mit der Luft. Aber ich jetzt ehrlich gesagt anfangs schlimmer vermutet. Also jetzt. Es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Also um an Luftmangel zu sterben, muss man sich schon wirklich anstellen. Finde ich. So, wie kommt man denn hier hoch? Ich würde gerne die Vorräte plündern. Ich hab's geschafft. Hast du nice gemacht. Danke. Ah, Bennys Verzauberungsding ist so geil. Ich möchte es bitte für immer haben. Wo ist denn hier ein versunkenes, verzaubertes Skelett? Ich sehe es gar nicht. Ich sehe bloß die Bossleiste. Oh, da ist ein Wächterältester. Auch gut. Wird einfach weggeboxt. Jetzt ist er nicht mehr der Älteste. Zeiten sind vorbei, mein Freund. Du wurdest ins Gesicht geboxt. Multiple Male. Wie fühlt sich das an, ne? Geil. Schnittlich vermutlich. Also der erste große Glücksmoment, den wir hier in der Folge haben, ist quasi, wir haben einen Rentnerfisch verprügelt. Aber man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich drücke hier mal einen Knopf, oder? Was sagt ihr dazu? Mach's einfach. Wir sind bei dem anderen Knopf. Jo, den haben wir auch noch gedrückt. Klingt gar nicht so schlecht. Ich brauche auf jeden Fall O2. Musst zu uns kommen, hier ist welches. Ich habe auch welches. Na dann.
hab meinen eigenen Sauerstoff genommen. Ah, eine Lootkiste. Hallo? Ey! Hör doch mal auf! Ach, lol! Warum bist du wieder hier rausgekommen, Matze? Wie rausgekommen? Na, da wo du warst! Warum bist du da nicht geblieben? Wo soll ich denn sonst? Weiß ich nicht, wieso soll ich denn? Weil niemand von uns weiß, wie man hier rauskommt. Hm. Einfach hier über die Mauer springen. Hm? Ihr habt gesagt, da ist eine Lootkiste, natürlich komme ich da angerannt. Na gut. Also, jetzt mal ganz im Ernst, niemand von euch hätte das anders gemacht. Naja. Also, nicht für Loot. So fair müsste schon sein. Naja. Geh, bin ich bei Matze. Ich habe auch schon Loot liegen lassen, tatsächlich. Oh, nice. Hier ist ein Akquisator. Das ist was? Das ist eigentlich ein Artefakt aus Minecraft, aber es hat auch seinen Weg hierher gefunden. Das ermöglicht die Unterwasseratmung. In dem Fall einfach, indem es dir das Wasser komplett zu verdrängen scheint im Umkreis. Was praktisch ist. Was? Und ja, ich weiß, ich habe da die Luft geboxt, weil ich auf den Akquisator geguckt habe. Aber sah doch bestimmt lustig aus. Ach so, du kannst ihn mitnehmen. Ach Mensch, wie praktisch. Das ist ja cool. Dann hat sich das Luftproblem für Kevin ja schon mal gelöst, ne? Ein ertrunkener Nekromant. Komm mir nicht so, Junge. Ein Schnorrer kannst du behalten. Könnt ihr eure Luft bei mir auch auffüllen? Ja, wenn wir in deinem Einflussbereich sind. Ich werde aber gerade von Benny nicht verzaubert aus Gründen. Ach so, weil er seine Schildkröte mit verzaubert. Na, man muss Prioritäten setzen. Entschuldigung. Alles gut. Du kannst es nicht auswählen, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich kurz. Nee. Okay. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Aber war gerade lustig, dass deine Schildkröte Ey. Dass deine Schildkröte geboostet wurde, während ich da am Hungertuch nagte. Du hast einfach nur keine Almosen bekommen. Ja. Das ist nicht am Hungertuch nagen. Das ist das Gleiche. So, jetzt mal hier ein bisschen Tabula Rasa machen. Ein paar Blitze, dies, das. Mach die Tür auf. Ich will den Loot haben. So bestimmt, dass die das Knöpfchen drücken, oder? Das hab ich schon gedrückt. Können wir damit noch irgendwie interagieren? Nee. Hä? Versuch schon alles, was ich machen kann. Leute, wir können jetzt nicht so blöd für das Rätsel sein. Unmöglich ist viel. Aber der ist. Sieht doch aus, als würden wir noch nicht rankommen an den Knopf. Vielleicht gibt es auf der anderen Seite noch was, wo wir lang müssen. Gucken wir mal. Kevin, komm mal ein Stück zurück, bitte. Okay. Oh, das war ja ich. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, wer auch immer den Blitz gemacht hat, das war richtig gut, aber das war ich ja selber. Also ungewollt. Durch meine Verzauberung. Ungewolltes Eigenlob. Passiert jedem Mal. Sollte jetzt gar nicht so ein Eigenlob werden, wie es geworden ist. Aber naja. Ganz zu machen nichts, sag ich nur. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Nein, nein. Hier geht's weiter. Ich hoffe einfach mal, dass sich dann drüben auch der Knopf öffnet. Also, Im Sinne von, dass er zugänglich wird. Ne? Du machst es echt schlimmer. Einfach nur. Ey, auf mich zu lasern. Auf jeden Fall eine Lootkiste. Ja, bei der Lootkiste sehe ich mich nämlich. Aber so richtig. Hier ist ein Dreizack, nehmt ihr mal einer mit? Ich kann nicht. Was haben wir denn hier? Handschuhe. Ben,
Henny verzaubert schon wieder seine Schildkröte. Okay, ich bin hier offensichtlich raus heute. Ich merke das schon. Mann. Ich hab hier keine Chance. Heribert vielleicht auch mal was davon bekommen will. Ist ja okay für Heribert. Ich freue mich für Heribert. Solange wir hier kein Teamleben verlieren, deswegen ist das alles tutti. Irgendjemand muss noch am Leben sein. Sonst würde ja das Tor wieder aufgehen. Hier, du behindertes Skelett. Mach die Tür auf. Dankeschön. Ach Mensch, guck. Ein Katana habe ich gefunden. Wer auch immer sowas achtlos in den Ozean wirft. Oder? Die Müllberge heutzutage. Das ist schon verrückt. Ja, das ist echt schlimm, ne? Also, das ist echt wichtig. Oh, Benny, danke! Nee, ist immer noch aber hier hat sich noch nichts getan. Ja, das muss irgendwie gehen. Ja, irgendwie, ne? Hier ist halt so ein Wächterauge drauf. Ich weiß nicht, ob man irgendwie... Ja, ich weiß es halt nicht. Hm. Nee, ich verstehe es gerade nicht tatsächlich. Was die Lösung sein könnte, um da hinzukommen. Vielleicht haben ja unsere Zuschauer eine Idee, wie man da hinkommt. Oder wissen es einfach schon. Maybe. Mal, er hat gerade irgendwas. Er hat gerade irgendwas aufgeleuchtet. Oder gibt es hier so eine Art versteckten Schalter? Ach, naja, was ist das? Ach nee, das war, glaube ich, Kevins Akquisator, der da geleuchtet hat. Möglich ist es. Nee, ich weiß es nicht. Aber uns wurde ja auch beim Sturmgolem schon geholfen. Zumindest im Nachhinein. Wir haben es zwar seitdem nie wieder gemacht. Aber wir haben wertvolle Tipps bekommen, wie man ihn zu... Hast du es geschafft? Ach, hier ist Sauerstoff. Nee, ich hatte eine Idee, aber es war... Also. Funktioniert. Ja, dann ziehen wir jetzt weiter. Ja, aber... Dann sind wir halt mal ein bisschen getriggert. Lass einfach die beruhigende Musik auf dich wirken. Und schon ist das Leben nur noch halb so schlimm. Hör doch mal auf mich zu schießen. Was soll denn sowas? Oh. Sorry, guys. War meiner. Warum bist denn du jetzt gestorben? Wo seid denn ihr? Ich lieg quasi auf Matze. Ach so. Ah, Kevin Seelenlaterne kümmert sich. Das ist perfekt. Ja, läuft doch. Kurzer Aussetzer. Schon flutscht's wieder. Glückwunsch zum Level Up. Geheimnisvoller Fremder. Danke. Loot! Weiser Loot! Solche... Ja, besser als nichts. Kannst du versetzen für viel Geld. Also. Weißmaraktis. Oder wie du gern zu sagen pflegst. Für Smaragde, die ich eh nicht ausgeben kann. Richtig. Oh, da hat's mich gerade gelegt. Pisst euch. Danke. Aber manchmal ist es ja auch ganz gut, dass der seine, diese Pflanzendinger nach oben macht, weil gerade hat es ja auch ein bisschen Deckung gegeben beim Heilen. Es ist nicht häufig, dass es gut ist, aber manchmal gibt es halt so kurze Momente, wo man es auch einfach mal appreciaten muss, dass er einem hilft. Super. Boah, wirklich ein kurzer Moment. Macht ja nichts. Das ist. Die schönen Momente müssen ja nicht immer die längsten sein. Matze spricht aus Erfahrung. Ich verstehe nicht, wieso ich mich dafür so niedermacht, dass ich einfach ein bisschen positive Energie ins Let's Play reinbringen will. Dann lasse ich es halt. Hä? Wir machen doch gar nichts. Ja, schon klar. Naja. Verstehe ich jetzt nicht. Es war echt sinnvoll, hier rüberzukommen.
Was ist los, Muschel? Warum bist du so unmotiviert? Ihr könnt doch einfach da normal rüber mit einer Rolle. Nee. Wenn das schon so eine Muschel ist, dann will ich die auch nutzen. Okay. Also das ist einfach eine Frage des Prinzips. Wenn ich schon ein Auto habe, dann fahre ich damit auch aufs Klo. Gott sei Dank hast du keinen Panzer. Wäre aber lustig. Ja. Nicht für andere, aber für mich. Who cares about andere? Ich bieg ab. Viel Glück allen anderen. Warte mal, ich muss ganz kurz die Karte lesen. Nee, erst hier hoch. Brauchst du gar nicht deinen Dreizack zücken, du halbnasses Kackwesen. Gut, hat sie nicht gelohnt. Sehr gut. Ah, Moment, 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 hier unten. Da, hier ist Loot. Oh, nice. Ich hab's gesehen. Mit meinem Auge der Perfektion. Ein Sponge Striker. Was immer das ist, herzlichen Glückwunsch. Das ist quasi eine Koralle. Ah ja. Habe ich irgendwas gefunden? Du? Weiß ich nicht, ob du was gefunden hast. Basically habe ich Angst. Kommt ihr dann her? Ja, wo gleich. Bist du denn? Oh, ich hab bisschen weiter oben. Ach, du bist schon vorgerusht. Naja, gut. Hat Lust zu mal. Sorry. Naja. Du hast tatsächlich ein Schiff gefunden. Nice. Besiege die Ertrunkenen. Ich hab Angst. Easy peasy. Machen wir. Wo sind sie? Da. Neues Event. Arena-Kampf. Och, komm schon. Dann kriegen wir den Unterwasserorden. Von Misty persönlich. Oh, Misty! Hat sich gerade kurz angehört wie, oh, Mistvieh! Also, nee, die war eigentlich immer nice, Misty. Ich fand die cool. Boah. Ich mochte die Arena halt nicht, weil ich immer mit Glumanda angefangen habe. Und da war die Arena Wasser als zweites immer schon ungünstig, nachdem man sich mühsam durch die Steinarena gekämpft hat. Wie auch immer du das gemacht hast. Glumanda ist nice. Ja, aber gegen die Steinarena siehst du da eigentlich nicht viel Land. Ja, du kannst ins Metro fahren. Genau. Ja, dann kannst du mit dem Metro aber auch die Wasserarena machen. Ja, war auch meistens so. Musste ja. Aber sowas nimmt man halt auf sich für Glumanda. Naja. Muss ja nicht immer Glumanda nehmen. Ich sag doch, nee, im Zweifel kann man auch mal Bisasam nehmen, ne? Oder einfach. Dieser Samen ist tatsächlich der zweitbeste Starter der ersten Generation. Oder einfach mal Shiggy. Nee, ich hab Shiggy, scheiße. Literally nie Shiggy genommen. Was habt denn ihr gegen Shiggy? Nix, aber es stinkt ab gegen alle beiden anderen. Hm. Nein. True. Doch. Shiggy, 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 Shiggy. Nur wenn du den Namen wiederholst, wird's nicht besser. Nö, weiß ich, aber ich mag Shiggy einfach. Hier, kurz. Ja, was ist denn? Bisschen Aufmerksamkeit. Wüstenältesten, den wir schon tot haben. Ja, nur ganz kurz halt. Beruhig dich. So. Das ist auch nicht mehr der Älteste. Freudiges Oberklatschen hier heute. Ja! Mensch! Will ich. Will der nicht noch was? Ist zu spät. In der Finsternis des Meeres verborgen. Na komplett bitte. Easy. First try. Mensch, mit drei Teamleben jetzt hier rausgegangen. Ich weiß gar nicht, wieso wir in der. Also, ich weiß, wieso wir im vorangegangenen Run so Probleme hatten. Das lag an den Raid Captains, aber ich weiß nicht, wieso wir vor einer Woche so Probleme hatten. Da waren die Level 4. Da war der Level 4 größer, hatte ich den Eindruck. Mhm. Das kann sein, aber wir haben halt diesmal auch wirklich die Seitenflügel komplett ignoriert, teilweise. Oh, cool, ich habe einen Harpunenköcher. Das ist cool, ich habe Auge des Wächters bekommen. Das klingt oder sieht ein bisschen aus wie der Mittelstrahl für Unterwasser. Oh, und mein Artefakt ist da. Es ist Stufe 140 geworden. Das ist natürlich geil. Hoppla, da trinke ich gleich vor Freude. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Dann rüste ich das jetzt mal aus und bleibe aber bei meinem Heiltotem und gebe stattdessen die andere Umhängetasche zum Schmied. Big Brain Move 3000 hier. So, und mein Inventar ausmisten muss ich, weil ich habe echt viel
unsinnigen Müll gefunden jetzt in dem Level. Also literally nichts, was ich brauchen kann. Aber ist nicht schlimm, ich bin einfach froh, dass wir es geschafft haben. Ich habe meinen Wahrheitssucher jetzt wieder. 140. So. Nice, nice. Oh, jetzt habe ich es verzaubert und er ist gleich wieder weg. So. Der kann auch weg. Jetzt haben wir hier zwei Schildi-Rüstungen. Brauchen wir auch nicht beide. Was machen denn die Harpunen eigentlich? Ich glaube, das Auge des Wächters probiere ich nächste Folge einfach mal aus. Ich gehe nicht davon aus, dass es wahnsinnig gut sein wird, aber ich will es einfach ausprobieren. So, was hat denn der Luxushändler? Oh, eine opulente Rüstung. Unbesiegbarkeit durch Smaragd sammeln. Und eine Harfenarmbrust, ebenfalls einzigartig. Ich glaube, da muss ich mal... Also ich will die beide haben, einfach weil sie cool sind. Bin gerade so ein bisschen auf Sammeln von coolen Sachen aus. Von einzigartigen. So, was haben wir denn hier? 25% Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit und Chance auf Smaragd. Na gut, das ist okayisch. Was sagen die Verzauberungen? Die sind leider auch nur okayisch. Wobei, es gibt finales Brüllen. Das ist wichtig für mich. Okay, cool. Die sind natürlich auch geil. Die muss ich mal probieren. Ja, ich glaube, das ist besser. Temporaub abprallen, Kettenreaktion. Ich weiß nicht, was ist denn besser? Temporaub abprallen oder Kettenreaktion? Also abprallen auf keinen Fall. Ja, also wenn dann Kettenreaktion oder Temporaub. Ich glaube, Temporaub ist nicer. Ja, meinst du? Okay, dann höre ich auf dich. Schon. Und hier ist es, glaube ich, definitiv strahlender Schuss, den ich nehme. Weil du den anderen nicht verzaubern kann. Du kriegst ja gleichzeitig selber Angriffsgeschwindigkeit und nimmst den anderen Bewegungsgeschwindigkeit. Das kann dir helfen, mal zu entkommen. Ja, das stimmt. Ah, und ich wünsche mir eine Art Schleifstein, wo man Verzauberungspunkte von Artefakten lösen kann, ohne sie wegzugeben oder zum Schmied abzuladen. Das wäre mega spitze. Ja, aber gut, ich bin für meinen Teil jetzt erstmal durch. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, same. Sehr gut. Und ich glaube, unsere Positivity ist damit wiederhergestellt. Wir haben das erste Level im DLC geschafft und ich weiß gar nicht, 6 Tage ging es noch, ne? Das heißt, wir haben theoretisch keine Aufnahmesession mehr, wo wir die Geburtstagsmission machen können. Die Geburtstagsmission. Mhm. Außer wir schieben die nächste Aufnahmesession vor. Naja, mal gucken. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Auf jeden Fall, wenn es dann nächste Woche so sein sollte, dass wir es nicht mehr schaffen, rechtzeitig aufzunehmen, dass das Geburtstagsevent noch läuft, dann geht's halt weiter mit dem DLC. Da haben wir jetzt noch das Boss-Level und das Secret-Level zu tun. Und ich würde sagen, wenn wir das dann geschafft haben, können wir uns ja mal mit ein bisschen mehr Hingabe den Raid Captains widmen, weil ich glaube, wir haben da jetzt eine Rechnung offen, die beglichen werden möchte. Sage ich jetzt mal so ganz großspurig. Und damit verabschieden wir uns, glaube ich, auch aus dieser etwas überlangen Folge schon wieder. Aber das macht ja nichts, ist ja Sonntagabend, da kann man sich das auch mal geben. In diesem Sinne, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gern dabei und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.